Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video malen wir aus dem kleine Wunderwelten von Johannes Besford. Und zwar, ich habe das Wolkenschloss genannt, weil ich wüsste sonst nicht, wie man das nennen soll. Auf jeden Fall gestalte ich den Hintergrund mit den Inks von Alina Kraft. Create, glaube ich, heißt das nochmal. Und mit Ranger, mit dem Distress Oxide. Ich habe euch die alle eingeblendet, weil ich will euch das nicht antun, wenn ich die ausspreche. Ne? Das ist nicht so gut. Und ja, die Schablone oder Stenzel, wie man das nennt. Ich sage jetzt mal Schablonen. Die sind beide von Temu. Da mache ich so die Wolken im Hintergrund und unten mache ich so ein bisschen wie Tannenwald. Ja, hier klemme ich mir erstmal mit so großen Klammern, die Seiten zusammen. Hey, nicht fauchen. Ich mache ein Voice-Over. Ja, mal. Und da benutze ich erstmal, jetzt habe ich mich umentschieden. Ich benutze doch erstmal das hellere, dann das dunklere und dann das blaue Ink von Aline Kraft Create. Und wie gesagt, und dann die zwei Farben von Ranger. Und ich tue auch in diesem Video sehr viele Sachen auf Schnelldurchlauf machen. Und zwar, wenn ich Sachen wiederhole. Also die ersten Schritte lasse ich immer mitlaufen, dass ihr ungefähr wisst, was ich da mache. Auch die Stifte, das sind die Karandash Pablos, also Pablos von Karandash, die tue ich auch immer seitlich rechts einblenden, was das für Farben sind. Die ersten, wie gesagt, die ersten Schritte nehme ich euch immer mit, zeige ich euch, was ich da fabriziere, und dann geht es einfach in den Schnelldurchlauf, weil das sonst einfach viel zu lange dauert. Es sind trotzdem 1,5 Stunden von über 4 Stunden Rohmaterial. Ich musste das kürzen, noch kürzer habe ich es nicht hinbekommen, sonst hätte ich so viel wegschneiden müssen, und ja, ist auch nicht der Sinn der Sache. Aber jetzt auf 2 Teile wollte ich auch nicht aufteilen. Wie gesagt, auch hier werde ich jetzt auf Schnelldurchlauf machen, weil eigentlich mache ich immer dasselbe. Das seht ihr hier. Und auch bei den Tannen mache ich dasselbe, dass ich am Anfang euch so kurz mitnehme und danach geht es in Schnelldurchlauf. Ja, warum VoiceOver? Ich habe erstmal in dem Video gequatscht, aber wie ihr vielleicht schon gemerkt habt in den letzten Videos oder Livestreams, mir fällt das Reden sehr schwer gerade. Ich verstehe das nicht, warum das so ist. Ich kriege eine Blockade oder ich tue nur Schwachsinn erzählen. Also mir kommt das danach. Also in dem Moment spreche ich, weil ich mich so fühle. Und dann denke ich, gehört eigentlich nicht ins Internet. Und dann passt das ja auch nicht, ne? Da muss ich den Voice-Over machen. Aber wie gesagt, da war eher so, dass ich wirklich, ich habe die einfachsten Sachen nicht mehr gewusst. Also wirklich, das hat so rumgestochert, also gestochert, so wie jetzt eine Wortstörung, sobald man nur anfängt zu sprechen. Und jetzt ist zwar keine Kamera auf mich gerichtet, aber ich sehe halt das, was ich hier fabriziere im Video. Und ich sehe den Aufnahmeknopf. Und deswegen fällt es auch schon wieder schwer zu reden. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist, ne? So, dass es so eine Blockade gerade ist. Und ja, was wollte ich noch sagen? Mit was wollte ich sagen? Ja, momentan komme ich ja nicht live, wie ihr schon gemerkt habt. Aber es hat mehrere Gründe. Und ein kleiner Grund davon ist auch, dass ich Schwierigkeiten haben halt, vor der Kamera zu reden gerade. Aber das ist nur ein kleiner Teil von dem allem. Ich hoffe, bald kann ich wieder live, sodass ich endlich mein Bild abschließe. Ne? Ich meine, seit 3 Wochen wartet das schon. Unser Rabe. Aber das wird noch. Wie gesagt, ich werde ab und zu mal ein paar Filme für Erwachsene, ne? Nein, ein paar Bastelvideos und mal Videos so von kleinen Bildern oder halt Bastelvideos abdrehen, so wie ich mich halt fühle und wie ich Zeit habe, ne? Das ist ja auch gerade so Zeit und ein bisschen schwierig gerade mit der Zeit.
Ja, hier bin ich ja noch immer zugange. Wir wollen in den schon 5 Minuten hier am Rum inken und werden nicht fertig. Ja, aber bald habe ich es geschafft hier mit dem Tannenwald und dann geht es halt an das Wolkenschloss. So, dann fangen wir mal jetzt mit dem Pablos an. Ja, ich habe diesen Schrifteffekt nicht mehr gefunden, was ich ganz, ganz früher benutzt habe. Jetzt erscheint es halt so langsam in Slow Motion. Aber dann, wenn es einmal erschienen ist, muss eigentlich die ganze Zeit sichtbar sein, ne? Also ich benutze jetzt Venetian Red von Pablos. Und wie gesagt, auch hier nehme ich euch bei den ersten Schritten mit. Und alles weitere, dieses Schichten, das wird dann im Schnelldurchlauf passieren, weil sonst dauert das viel, viel zu lange und ja, das will ich euch nicht antun. Und wie gesagt, es ist ja immer dasselbe, wenn ich mir die dunkelste Farbe aufhöre, dann fange ich mit der zweitdunkelste Farbe und gehe in das Helle, weil ich baue meine Sachen immer eigentlich vom Hell auf Dunkel und dann vom Dunkel auf Hell gehe ich zurück. Zwischendurch benutze ich auch, also wenn ihr Nebengeräusche hört, ich bin ja nicht alleine. Meine Katze ist, meine Frau ist hier, so ist das Leben, ne? Ganz ruhig zu machen, die Tür. Und ja, wo war ich stehen geblieben? Habe mich selber abgelenkt jetzt. Wie gesagt, das Schichten ist immer gleich. Also wenn ich jetzt anders schichte oder einen anderen Schritt mache, das blende ich ja dann auch ein, was ich da benutze in dem Moment. Aber im normalerweise ist immer so, wie ich angefangen habe, so schichte ich auch meine Sachen auch zu Ende. Und halt für die Schatten und alles, da habe ich halt den schwarzen Stift benutzt. Ich habe mich hier recht einfach gehalten. Ich habe jetzt, wenn ihr so die Bilder seht im Internet, da ist ja dieses Schloss ja total kunterbunt und ausgefallen. Ich habe das ganz einfach und schlicht gehalten. Also ich habe da jetzt nichts Besonderes draus gemacht. Und ich finde, das Endergebnis sieht trotzdem nicht schlecht aus. Und was ich auch noch sagen wollte, Moment, ich muss mal hier wissen. Ich nehme ja das VoiceOver mit meinem Laptop auf. Deswegen ist es immer eine ganz andere Qualität beim Ton. Ich hab gar kein Mikro. Was das angeht, da muss man ja so ein kleines oder so ein Mikro, wo man so reinsteckt. Das habe ich ja nicht so. Ich habe nur so ein Riesenmikro, aber irgendwie komme ich damit noch nicht so ganz zurecht. Ja, für die Lichtverhältnisse auch. Tut mir leid, wie gesagt, ich habe ja keine Softboxen. Aber ich habe mir schon welche ausgesucht, muss sie nur bestellen. Aber nächsten Monat ist was anderes als Priorität zu bestellen als Softbox und ein Stativ, dass ich hoffe, dass mit dem besser klappt. Jetzt kriege ich auch noch einen Schluck auf, ey. Gibt's doch gar nicht. Dass mit dem anderen Stativ ein bisschen besser klappt, dass es dann nicht zu weit oben und dass ich, also nicht zu weit oben ist und dass ich trotzdem beim Malen zum Beispiel erkennen kann, ob das Bild unscharf ist oder nicht, ne? Aber wie gesagt, das hat nicht die Priorität. Jetzt ist jetzt erstmal was anderes dran. Also 3 Möbelstücke. Und die sind mir wichtiger jetzt als in der deine Softbox. Ja, jetzt benutze ich den zweitdunkelsten, denn wie heißt das? Was habe ich denn da geschrieben? Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Das Wort sieht so ein bisschen komisch aus. Oh Mann, ich muss das korrigieren. Da steht Rinnlish. Das soll Englisch Red heißen. Gut, dass ich das noch bemerkt habe, weil noch habe ich die Möglichkeit, das zu ändern. Weil, wie gesagt, ich bin mitten im Schnittprogramm. Ich habe erstmal das Video geschnitten. Dann die Schrift, also die Stifteschrift. Die St Schrift. St
Oh Mann, das kann ich jetzt wirklich nicht rausschneiden, weil das ist am Stück und das, also das, was ich rede, ist am Stück. Die Schriftart gemacht, nicht die Schriftart, die Stifte. Die Stifte? Die Stifte, mein Gott, ich kann kein Deutsch mehr. Ach, ihr wisst das, was ich da euch einblende, wie die Stifte heißen. Und dann lege ich jetzt das Voiceover drüber. Also heißt, ich kann noch ändern in das richtige Wort. Mann, oh Mann, oh Mann, war das jetzt gerade eine schwere Geburt? Eigentlich sollte ich jetzt den Voiceover stoppen, löschen und wieder vom Neuen anfangen, aber ich habe wirklich keine Lust. Das bleibt jetzt hier drinnen, ne? Und jetzt versteht ihr vielleicht, warum ich ein Voiceover eigentlich aufnehme, weil das ist noch viel schlimmer, wenn ich live beim Malen bin. Ne? Naja, auf jeden Fall werde ich das ändern. Wenn ihr das Video seht, dann wird das schon ein richtig geschriebener sein im Eck. Ihr würdet das gar nicht mitbekommen, was ich da fabriziert habe. Ja. Was wollte ich? Ich bin irgendwo stehen geblieben und jetzt weiß ich es nicht. Egal, was ich auf jeden Fall sagen wollte zu dem Buch selber oder zum, ja, was heißt zum Buch, zu dem Papier im Buch. Ich finde, das Papier ist irgendwie anders wie früher in ihren Büchern. Oder es kommt mir nur so vor, ich weiß es nicht. Ich habe so kleine Bilder gemalt, für mich selber, einfach nur so, ohne Kamera, ohne gar nichts, einfach ohne nachzudenken. Und da habe ich wirklich Schwierigkeiten gehabt zu schichten. Ich fand, das Papier ist schnell gesättigt gewesen. Und dann hat es auch so, was heißt gesättigt? Kennt ihr so, manchmal ist das Papier gesättigt und dann ist es so glatt, dass da gar nichts mehr geht. Aber da ging, hätte noch was gehen können. Aber es hat trotzdem nicht so aufgenommen. Und hat so, auch das Papier hat angefangen so leicht zu reißen, obwohl ich mit denselben Stiften gemalt habe, ne, mit Pablos. Hier habe ich jetzt auch nicht wirklich viel geschichtet, weil ich habe ja schon gewusst, dass das irgendwie so mit Schichten nicht so ist. Ich weiß nicht, ob das in meinem Buch so ist, dass das Papier nicht so hundertprozentig ist, wie von manchen anderen Büchern man gewohnt ist. Weiß ich nicht. Aber so vom Papier bin ich jetzt weniger begeistert. Ja. Ich bin gespannt, ob Johanna bald ein neues Buch rausbringt, weil das ist ja relativ neu von ihr. Ich hoffe, da sind auch mal andere. Ja, das ist eigentlich ist das ihr Stil ja so zu malen, ne? Aber vielleicht mal was ganz, ganz anderes mal. Nicht mit irgendwelche Dinos oder Fische oder noch was mal was Außergewöhnliches. Würde mich mal freuen. Ja. Soll ich euch, was kann ich euch noch Schönes erzählen? Vielleicht lege ich euch einfach nur ein bisschen Musik drunter. Ist ja auch mal gut, nicht mein Gelaber mal zu hören. Wie ist eigentlich das Wetter bei euch? Bei euch? Also bei uns hat in letzter Zeit immer so geregnet. Entweder ist es sehr heiß, also wirklich sehr hohe Temperaturen und am nächsten Tag sind das gleich über 15 Grad kälter. Und dann Regen, Regen, Regen. Also dieses Mal ist sehr, sehr viel Regen und also heftiger Regen. Heftiges Regen, heftiger Regen. Also es regnet sehr stark. Formulieren wir mal den Satz ein bisschen anders. Ja, und eigentlich, wir haben jetzt den Samstag, den 25. Das Video ist schon, wann habe ich das Video gedreht? Pass auf. Ich glaube, dass am Anfang der Woche habe ich das Video gedreht. Dann habe ich 3 Tage Zwischenpause gehabt, bis ich dann weiter, weil das merkt man, in dem Video habe ich noch Ringe auf und irgendwann habe ich keine Ringe auf. Und dann heißt es, dass da 3 Tage vergangen sind dazwischen. Und ja, das hat wirklich die ganze Zeit geregnet. Und es hieß eigentlich, bis Sonntag soll, also bis heute soll Regen geben und dann Sonntag schön, 23 Grad, sonnig. Und dann wieder Regen, Gewitter und der Mittwoch soll es wieder schön sein. Aber gerade scheint die Sonne draußen. Also auch gestern hieß die ganze Zeit Regen. Es war zwar regnerisch erst, dann ist schön geworden. Es war zwar ein bisschen windig und frisch, aber es war trocken und die Sonne hat auch ein bisschen geschienen.
Später war richtiges Gewitter mit stark, also mit richtigen starken Regen. Und danach kam wieder die Sonne. Also so ganz komisch eigentlich. Und jetzt heute Morgen ist auch noch immer die Sonne. Das macht gleich so gute Laune, als immer dieses trübe, kalte, nasse. Ich kann es nicht mehr sehen, ganz ehrlich. Also ich spüre das auch. Oh, könnte ich drauf verzichten. ja, was gibt es noch Neues? Viel Arbeit, sehr viel Arbeit. Und dieses chronische Müdigkeit, ne? Die ist so schlimm. Sie ist wirklich schlimm. Ich weiß nicht, wann ich mal richtig geschlafen habe. Das ist für mich, ja, man sagt immer, Schlaf ist sehr wichtig, aber wenn du nicht schlafen kannst, ist es schlimm. Und dann trotzdem gehst du arbeiten, ne? Und oh. Vielleicht ist es eigentlich so ein Cocktail aus allem, das dazu bringt, dass ich auch so Schwierigkeiten habe beim Reden. Ich weiß es wirklich nicht. Also so schwer zu reden, aber auch im Privaten, ist nicht nur, wenn die Kamera da ist am schlimmsten, aber auch so, wenn ich auch mit meinen Liebsten oder überhaupt reden muss, ist es sehr, sehr schwierig für mich. Ich denke, das ist einfach die Müdigkeit, dass das Gehirn verlangsamt alles ist. Also, dass es nicht so, ja, nicht so reagiert, wie es reagieren sollte. Ich weiß es nicht. Aber wenn es darauf ankommt, bin ich sofort da, ne? Also gerade so bei der Arbeit, wenn da was ist, bist du sofort da. Aber sobald so ein bisschen ruhig wird und niemand was von dir will, da kickt die Müdigkeit so rein. Vom Kopf, vom Körper. Schlimm. Gleich kommt ihr in den schnellen Durchlauf. Jetzt habt ihr ja gesehen, ich habe ja hier mit den drei Farben gemacht und dann mit Schwarz. Und jetzt wiederhole ich einfach diesen Prozess, was ich da gemacht habe. Nur hier nehme ich euch dann einfach schnell Durchlauf. Und so ist es bei allem eigentlich, was ich in dem Bild mache. So, ihr Lieben, ich glaube, ich lasse euch einfach jetzt im Schnelldurchlauf und melde mich nachher. Erstmal muss ich eh nicht vergessen, dass ich das Wort da korrigiere. Ich hoffe, das ist das Einzige, wo ich verkehrt geschrieben habe. Ja. Weil nachher, wenn ich exportiere, aber das wird Stunden dauern, das sage ich euch, danach ist Feierabend, ne? Dann kann ich gar nichts mehr ändern. Also, dann bis gleich, ne? So, hier fange ich mit den Grautönen an. Und das wird dasselbe sein. Also, wenn ich mich recht erinnere, ist es so, ich habe mit dem hellsten angefangen, dann habe ich den zweitdunkelsten genommen. Die Namen erscheinen euch dort seitlich. Und dann habe ich aber statt den dunklen Grau, habe ich den schwarzen genommen. Da habe ich schon die Schatten reingesetzt. Und das hat ziemlich lang gedauert. Ich habe auch bei den Schattensätzen beim ersten Mal komplett, nehme ich mit, ne? Also da ist kein Schnelldurchlauf, weil ich wollte das behalten. Aber es dauert schon seine Zeit. Aber so ist es. Wenn man Bilder malt und schichtet, dauert das Ganze, ne? Also es ist ja nicht so, ich mache nur mit einer Farbe und das war's dann. Aber das kennt ihr ja selber, dass es wirklich ewig dauert, ne? Und dann bin ich mit dem dunkelsten Grau über das Schwarze gegangen. Und dann mache ich euch wieder den Schnelldurchlauf rein, weil dann tue ich wieder ganz normal mit den drei Farben arbeiten, so wie sonst auch. Weil den Schwarzen habe ich nur dazwischen geschoben, dass er schon auf den zweitdunkelsten drauf liegt, sodass ich mit dem dunkelsten Grau das einfach sauber verblenden kann. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß. Ich hoffe, ihr seid dabei noch geblieben, habe schon nicht vorher abgeschaltet, also weil wie gesagt, das Video geht schon seine Zeit, aber ihr kennt ja das von mir, ne? Ich kann mich nicht an kurze Videos halten. Ich finde, es geht beim Malen auch gar nicht so, dass man sich kurz halten hält. Also, bis dann, ne?
Ja, hier bin ich mal wieder. Wie ihr merkt, was heißt wie ihr merkt, das seht ihr später, bei diesem, sag ich mal, grünen Gestrüpp oder Busch, habe ich mir überlegt, dass ich oben so mit, ja, das ist so, Moment, was sind das? Khaki Green, also dass es so in dieses moosige Grün geht. Dann habe ich gedacht, unten nochmal so moosig grün, das wollte ich nicht. Das seht ihr aber später. Ich benutze dann so im oberen, also hier mache ich das zu Ende. Und unter den Blumen nehme ich dann andere Grüntöne. Und unten drunter arbeite ich wieder mit den Tönen, was ich gerade oben arbeite. Ich habe so wie so... wie soll ich sagen, dass ich das nicht nur in eine Farbe habe, so dass ich so zwischen eine Farbe noch eine andere grüne Farbe gearbeitet habe, so dass die, sag ich mal, Gebüsche so ein bisschen unterteilt sind. Also, aber das seht ihr dann später. Was wollte ich sagen? Genau. Ja, genau. Ja, das wollte ich, das Wort wollte ich unbedingt sagen. Ne? Ja, genau. Oder das Wort so. Ne? Das ist auch so bei mir. Jedes Mal, wenn ich das höre in meinen Videos, denke ich, warum? Warum sagst du das? Aber das ist so drin, ich merke das gar nicht. Ne? Und ich habe auch hier versucht, gar nicht so viele Farben zu nehmen. Weil später, wenn ich auch, aber da sage ich dann bis im späteren Voice-Over was dazu. Wie gesagt, hier bei den grünen Büschen wollte ich nicht alles in eine Farbe, deswegen habe ich dazwischen noch eine andere Grüntöne genommen, so dass es so ein bisschen, ja, anders aussieht halt, ne? Aber das seht ihr ja. Also, dann bis später im Voiceover, ne? Dann, ich will euch dann noch was dazu sagen, warum ich nicht so viele Farben benutzt habe. Thank you.
Jetzt melde ich mich wieder mit meiner wunderschönen Stimme. Ja, jetzt merkt ihr, ich habe die Blumen gemalt, ne, mit diesen Purple-Farben. Was, warum? Genau. Und nee, ich habe gerade gestockt, weil mein Bild im Schneidprogramm, das läuft ja auch, das ist auch gerade gestockt, deswegen. Ich wollte nicht so viele Farben benutzen und deswegen nehme ich für gewisse Farben, so wie für die Dächer hier, dieselben Farben, die ich auch für die Blumen genommen habe, weil ich habe gedacht, hey, ich will jetzt hier nicht alles kunterbunt mit 1000 Farben, ich benutze einfach das, was ich da habe und fertig. Und dann habe ich halt für diese Purple-Sachen mich für das Dach entschieden und also für die zwei Zipfel da. Und ja, und unten, also für die Blumenblätter nehme ich ja Türkisfarbe und alles. Sind das Türkisfarbe? Weil in meinem Schnittprogramm dauert das Video gerade ein bisschen länger und der Zeiger zeigt aber schon, dass er bei den Türkissachen sind, so wie jetzt erstmal, ne? Und im Schnitt, ich sehe, dass es eigentlich schon längst passiert ist, aber das Teil selber spielt ein bisschen langsam ab. Ich nehme ja diese Turquoise Green und Greenish Green Blue. Und auch da habe ich zum Beispiel von diesem ja, Turm, wo ich gerade das Dach gemalt habe, mit Purple Farben, diese, wie soll man das nennen, diesen Ständer ist das ja nicht, also sagen wir mal den Turm selber, male ich auch in diesen Farben, in den Türkis Green und Greenish Blue auch an. Und so wird es auch unten bei dem Felsen sein, dass ich die Farbe nochmal in den, ja, in den Steinen, an den Wand, wie nennt man die nochmal? Mann, Steinwand, bei dem Turm da. Seht ihr ja, die sind ja noch nicht ausgemalt. Da benutze ich auch die braunen Töne. Also ich habe versucht, mit den Tönen, wo ich schon am Arbeiten bin, die auch irgendwie im Bild zu integrieren, sodass ich gar nicht so viele neue Farben nehme. Auch in den Fenstern später. Ich werde also gelbe Farben noch benutzen für ein paar Ranken da unten. Und auch dieses Gelb nehme ich auch für die Fenster zum Beispiel, ne? Und ich werde auch zum Beispiel nicht alle Fenster, wie man normalerweise so macht, dass man die alle gelbe anmalt oder einfach dunkel lässt. Ich habe dann auch diese Purple-Farben genommen und habe auch mal die Fenster damit angemalt. Das sollte so darstellen, als ob die Wolken sich einfach in den Fenstern spiegeln, weil da jetzt kein Licht an ist, ne, so gesehen. Ja, dann würde ich sagen, melden wir uns ein bisschen später dann am Ende des Videos und nicht wundern, ich werde auch noch Musik unterlegen. Also wenn ich mit meinem mit meinem Voice-Over fertig bin, werde ich noch Musik unter dem kompletten Video dann halt hinterlegen, aber nicht so laut, dass es nur so ganz leise ist, dass es nicht so penetrant sich. Ich hoffe, dass es sich dann nicht zu laut ist, weil ich finde, wenn ich habe früher die Musik viel zu laut gehabt und das ist doch schon sehr, ja, nicht anstrengend, aber nervig irgendwann. Deswegen versuche ich immer wieder, die Musik so leise wie möglich abzuspielen. Aber das Problem ist manchmal, im Schnittprogramm hört sich das sehr leise an. Und dann, wenn man das Video aber schon gespeichert hat und ich das dann nochmal angucke, also wenn es komplett fertig ist, exportiert und alles, dann das Video ansehe, dann ist es viel lauter, als wenn dann im Schnittprogramm. Deswegen versuche ich schon im Schnittprogramm so zu machen, dass es sehr, sehr leise ist, weil ich weiß, dass dann später etwas lauter trotzdem ist, ne? Also ein bisschen kompliziert das Ganze, aber naja, ist halt so. Also wir hören uns noch am Ende des Videos. Also bis später. Thank you.
Ja, hier versuche ich mit den Grüntönen und Sparen. Das sind die ersten Grüntöne wie Steel Grey, Moose Grey, Grey, wo wir genommen haben. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich da für eine Farbe. Ich glaube, ich habe die dunkelste Farbe von denen genommen. Ich glaube, das war Grey. Nein, Grey. Das kann aber nicht sein. Heißt das nur Grey? Ich habe doch nicht grau genommen. Nein, ah, ich bin doch so doof. Das war doch diese Farben, Khaki Green, Olive Green und Olive Black. Und ich glaube, ich habe benutze ich da gerade Olive Black und tue so ein bisschen die, ja, die dunkelsten Seiten von den Tannen so nur so ein bisschen stärker zu machen, dass sie so ein bisschen besser zur Geltung kommen. Auch hier, ich wollte das noch genau ausarbeiten. Also ich wollte noch ein bisschen mehr Struktur reinbringen in die. Und dann habe ich überlegt, nee, ich mache das nicht. Also habe ich das ganz schnell überlegt, weil sonst, ja, das hätte den Rahmen gesprengt einfach. Und da habe ich gedacht, nee, komm, ich habe da noch eine Idee. Dann ist mir mit beim Malen aufgekommen, dass ich zum Beispiel diese weißen Flächen, da sieht man gleich, die tue ich. Oder habe ich das schon gemacht? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Nee, ich mache das gerade mit so einem weißen Stift, so ein bisschen die Farbe aufs Papier drauf bringe. Und dann ist mir so, hab ich gedacht, hey komm, warum nimmst du nicht so weiße Acrylfarbe und tust da, als ob da so ein bisschen, ja, so Wolken sind, ne? So wie Nebel. Deswegen wäre das ja Blödsinn gewesen, da noch mehr auszuarbeiten, das Ganze. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt schon. Nee, jetzt versuche ich die Glanzpunkte zu setzen. Aber diese Stifte, die regen mich so auf. Die, ich weiß nicht, wenn man andere Malvideos anguckt, ey, die funktionieren beim jeden. Ne? Ich weiß nicht, als ob ich so. Bei mir nicht. Es ist immer ein Krampf mit den Stiften. Ich kapiere es nicht. Also egal. Auf jeden Fall habe ich hier versucht, ein paar Glanzpunkte reinzusetzen. Also jetzt nichts Besonderes. Ne? Und jetzt bin ich gespannt, wann die Szene kommt. Da wollte ich auch noch was dazu sagen. Ich glaube, ich beende hier mein Voiceover, spule mal ein bisschen vor bis zu der Szene und dann mache ich nochmal Voiceover. Für euch ist das komisch, ihr seht das alles in einem, das ich male, aber die Schritte dahinter, also wenn man Voiceover legt, ist doch ein bisschen anders, ne? Und gerade wenn man dann das Video geschnitten hat. Für mich sieht das jetzt so, ja, hier malt Helenchen. Und ich meine, das ist ja schon geschnitten, das ist ja so, wie das hochgeladen wird, das Video. Also fertig geschnitten, da muss ich hier nichts mehr rumschneiden. Aber für mich so dahinter jetzt, wo ich so überlege, das ist schon ein bisschen komisch. Und ja, dann hört ihr mal was so im Hintergrund halt, also hinter den Kulissen, sag ich mal. Hinter den Kulissen vom Schne im Schnittprogramm, so. Also bis gleich zu der Stelle, wo ich noch was dazu sagen wollte.
So, hier tupfe ich noch mit dieser Acrylfarbe. Und was ich danach mache, ich werde also kurz antrocknen lassen, dass die Acrylfarbe ein bisschen trocknet. Und dann fixiere ich mein Bild. Ich fixiere eigentlich alle meine Bilder mit Fixativ. Und was ich dann noch vorhabe, ich dachte, in dieses Bild gehört noch mal was, muss noch was anderes rein. Und da habe ich mich für so kleine Schmetterlingssticker entschieden. Die sind so schön bunt und glänzen so toll. Und bei einem der allerletzten Sticker, der hat mich wahnsinnig gemacht, weil er so winzig war. Und in meinen Fingern war er zu winzig und ich habe das nicht aufbekommen, also die Schutzfolie nicht wegbekommen. Ne? Aber irgendwann habe ich es geschafft. Ich habe euch das ganze Schmetterling Geklebe halt in Schnelldurchlauf gemacht. Ja, das war schon so, wo ich dachte, hey, ich schmeiß sie gleich weg. Ne? Aber nee, ich habe es durchgezogen. Ja, ihr Lieben. Und so ist das Bild ja auch dann fertig. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch so ein bisschen chaotisch ist und auch mein Voiceover jetzt nicht hundertprozentig ist, aber besser wie das Original, was ich da gequatscht habe. Ich hoffe, euch hat es gefallen, obwohl das so ein einfaches Bild ist. Und vielleicht sehen wir uns, wenn ihr mögt, in einem anderen Video oder im nächsten Video. Und das könnte auch ein Bastelvideo sein oder auch ein Malvideo. Ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, es heißt ja kreative Welt und ich mache ja, auf was ich Lust habe eigentlich. Das sind zwei Sachen, was mir Spaß macht: Malen und Basteln. Also, ihr Lieben, ich wünsche euch was. Passt auf euch auf, bleibt gesund und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Helene.